Ja, liebe Freunde, wir sind hier auf dem Diminer Marktplatz. Hier soll gleich eine Kundgebung stattfinden für Demokratie. Für Demokratie ist es natürlich nicht. Es dürfen sich nämlich nicht alle äußern. Ich bin hier der Wahlkreisabgeordnete der AfD, habe den Wahlkreis damals direkt gewonnen, habe mich angemeldet, hier einen Redebeitrag zu halten, denn in der Zeitung wurde aufgerufen, hier kann jeder was sagen. Ich darf es nicht, alle anderen dürfen, zum Beispiel meine Kollegen aus dem Landtag von Linkspartei und SPD. Aber das zeigt ja, dass man gar nicht willens ist, sich einer politischen Debatte zu stellen. Demokratie bedeutet ja Wettstreit der Argumente. Wir werden trotzdem darüber berichten. Wahrscheinlich will man auch nicht daran erinnert werden, wer für diese Krisen zuständig ist, ob das Migrationskrise ist, Energieproblematik oder durch die Decke gehende Lebenshaltungskosten. Das sind nämlich diese Leute, die da gerade sprechen werden. SPD, Linkspartei, aber auch die Scheinopposition von der CDU. Wir werden trotzdem darüber berichten. Schaut gerne zu weiterhin. Er freut sich. Wir werden nämlich jetzt einen kleinen Sonntagsspaziergang machen, aber schaut, was sich da heute zutragen wird auf der Demonstration. Ich freue mich, dass der CDU-Bürgermeister hier ganz deutlich gemacht hat. Sowas hört man nicht immer von der CDU. Leider passiert es auch hier in der Stadt, dass Menschen wegen ihrem fremden Aussehen diskriminiert werden, dass sie auf der Straße angegriffen und auch verhauen werden. Tatsächlich, sowas kommt vor. Nie wieder ist jetzt. Jetzt gilt immer. Und nein, haut ihr ab, ihr da hinten. Ihr seid die, die das mit der Demokratie Meinung sind, dann werdet ihr diskriminiert. Das stimmt gar nicht. Ihr könnt ja keine Argumente anbringen.